Herr Brigadier, Hauptmann Schulz-Hausrecht meldet, die Militärmusik Kärnten, die Signe Führungsunterstützungsbataillon 1, die Ehrenkompanie Führungsunterstützungsbataillon 1 sowie zivile und uniformierte Abordnungen zur Kranzniederlegung angetreten. Danke, mit der Kranzniederlegung beginnen. Jawohl, mit der Kranzniederlegung beginnen. Geschätzte Anwesende, liebe Kameradinnen und Kameraden, was ist es, das einem im Leben und auch im Sterben Halt gibt? Was bleibt bestehen angesichts aller Krisen, durch die uns das Leben führt? Was hat Bestand selbst noch in der Gegenwart des Todes? Immer wieder empfinden Menschen, die ihrer lieben Verstorbenen gedenken, Ohnmacht und Furcht vor dem letzten und größten Geheimnis ihres Daseins,
vor der Tatsache, dass unser Leben nicht unbegrenzt ist, sondern ein Ende hat. Anders als am Grab eines lieben Angehörigen, an dem wir unmittelbar betroffen sind, haben wir zu einem toten Gedenken unserer gefallenen Kameraden innerlich einen größeren Abstand. Die Zeit heilt doch bekanntlich alle Wunden. Und doch waren hier auch Familien betroffen, haben Frauen, Kinder, Eltern, Geschwister und Freunde getrauert und waren fassungslos. Der zeitliche Abstand darf uns darüber nicht hinwegtäuschen. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Das fragt sich die Menschheit seit je. Ich möchte es mit einem Bild ausdrücken. Das Leben gleicht dem Kondensstreifen eines Düsenflugzeugs, der, ohne dass wir seinen Beginn oder sein Ende ausmachen können, eine kleine Weile am Himmel steht, um dann zu verschwimmen, unauffindbar in der Weite der Atmosphäre. Und doch ist er nicht verloren. Und so ist unser Leben. Am Ende ist nichts mehr Greifbares da. Alles scheint zu verschwimmen, sich aufzulösen, aber es löst sich nicht auf, sondern geht ein in die Ewigkeit Gottes. Es darf sich gehalten und getragen wissen von Gottes Händen, geborgen in seinem Ja zu uns Menschen. In diesem Sinne wollen wir derer gedenken, die uns vorausgegangen sind. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Alles Leben kommt von Gott und strebt danach, wieder zu ihm zu gehen. Ich wünsche unseren lieben Kameraden und allen, um die wir ganz persönlich trauern, dass Gott seine schützende Hand stets über sie hält und ihnen gnädig ist und bleibt. Amen. So beten wir zum allmächtigen und gütigen und barmherzigen Gott, der mit uns heute den Lebenden, die wir der Toten gedenken, als Menschen guten Willens hier an diesem Ort, an diesem Platze sind. Gib Frieden dieser Welt durch uns. Höre du an die Herzen der Menschen zur Versöhnung. Erfülle uns mit Ehrfurcht vor Menschen und deren Leben, auch vor dem Leben von Völkern, von anderen Religionen, Nationen. Lass uns erkennen, wir sind Geschenk der Schöpfung. Gütiger Gott, wir schauen zurück in ein Jahrhundert und sprechen von einem Ersten und Zweiten Krieg und dem Kärntner Abwehrkampf. Wir sind in einem neuen Jahrhundert. Mache uns als Menschen erneut zu Werkzeug des Friedens. Amen. My Heimat ist a Schatz der Welt, aus Honi half die gern. So oft ich still für mich betrog, dort soll mein Lieber werden. Und freut sich so gut wie mir, und tut es treulich werden. Es kann ich auf der ganzen Welt, Kaliebers Land lecken. Mein Heimat ist a Schatz der Welt, aus Honi half die gern. So oft ich still für mich betrog, dort soll mein Lieber werden. Und kommt einmal a schwere Stund, dann seid's gleich bei der Hand. Du, lieber Herrgott, sei so gut, behirt das Kärntnerland. Du, lieber Herrgott, sei so gut, behirt das Kärntnerland. Westen! Yes. Hans Träger, Sportleuten!
Die Soldaten vom Roten Barretta Fernmeldetruppe kommen aus der Lucioni-Serie in Villach. Und die Soldaten mit dem grünen Barett sind Angehörige der Staatskompanie des Dienstbetriebes des Militärkommandos Kärnten und sind in allen Kasernen in Kärnten stationiert. Also wenn Sie wissen, dass Ihr Sohn
der Militärkommando Kärnten Dienst versieht, dann werden Sie den zweiten Teil besuchen können. Und wenn Sie wissen, dass Ihr Sohn beim Führungsunterstützungsbataillon 1 in der Lucione-Kaserne in Villach stationiert ist, dann sind Sie hier beim ersten Teil der anzugehobenen Rekruten richtig. Haben Sie etwas Geduld noch? Wir warten, bis Major Miesner die Soldaten ausgerichtet hat. Und dann werden Sie die Möglichkeit haben, Ihre Söhne zu besuchen. Pünktlich um 15 Uhr. Ich darf alle neu hinzugekommenen Angehörigen, Eltern, Freunde, Freundinnen recht herzlich. Ein paar Minuten ist noch Zeit. Und dann braucht natürlich der Kommandant das Marie zu bringen, dass dann der Kommandant der ausgerückten Truppe das Kommando über alle Teile übernehmen kann. Denn in Kürze wird hier die Angelobung beginnen. Ich darf auch den Landeshauptmann von Kärnten, Dr. Peter Kaiser, begrüßen. Herr Landeshauptmann, danke fürs Kommen. Er ist soeben mit unserem Militärkommandanten Brigadier Walter Gittstaller hier am Festplatz eingetroffen und werden natürlich dieser Angelobung. Ja, die Soldaten, die angelobt werden, werden nun exakt ausgerichtet und in wenigen Minuten wird dann der Kommandant der ausgerichteten Truppe das Kommando übernehmen. Servus. Nach links abrücken. Warum? Weil wir die Schießausbildung einmal im Jahr durch das Militärkommando befohlen kriegen. Und diese Termine sind fix. Da gibt es alle Jahr einmal diese... Sie haben bereits im Hintergrund, dass die Information im Anmarsch ist. Und ja, wir müssen das dann koordinieren im Müllkommando. Major Stefan Hofschwarzer aus dem Kommando übernehmen und die Information mit den Signetruppenführungs- und der Schützungsbataillon 1 hier einmarschieren. Thank you.
Ja, Applaus. Danke der Singgesellschaft Stockenbock unter der Leitung von Kommandant Astrid Moser. Es beginnt nun der protokollarische Festakt der Angelobung mit der Meldung an den Landeshauptmann von Kärnten. Anschließend wird die Bundeslinie abgespielt und die Front abgeschrieben. Das ist der erste Teil des Festaktes der heutigen Angelobung. Herr Landeshauptmann, Major Hochschwarzer meldet die Militärmusik des Militärkommandos Kärnten, den Insignientrupp und eine Ehrenkompanie vom Führungsunterstützungsbataillon 1, eine gemischte Kompanie anzugelobender Rekruten von Führungsunterstützungsbataillon 1, Stabsbataillon 7 sowie Militärkommando Kärnten, Abordnungen von Verbänden des Kameradschaftsverbandes, des Abwehrkämpferbundes, Einsatzorganisationen und zivilen Vereinen zur feierlichen Angelobung angetreten. Danke, Herr Major. Mit der Angelobung beginnen. Soldaten des Unterstützungsbataillon 1, zwei Angehörige der Staatsburg und Dirndl und zwei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Stockenbeul in die Mitte des Festplatzes getragen und gehisst. Das Ganze. Hau ab! Flagge in dieser Vortreten.
Fotografen, wir sind früh Nummer 1. Essen! Hier! Das Ganze rechts! Stopp! Ehren- und Festgäste sowie der Rekruten und der Angehörigen durch den Kommandanten des Führungs- und Unterstützungsbataillon 1, Herrn Oberst Ernst Berthold. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich hier begrüßen am Sportplatz in Slan in der Gemeinde Stockenbeul zur feierlichen vorweihnachtlichen Angelobung der Einrückungstermine November und Dezember 2017. Als besondere Auszeichnung gilt für uns, dass die höchsten Vertreter unseres Landes zu dieser Feier gekommen sind. An der Spitze begrüße ich sehr herzlich den Landeshauptmann von Kärnten, Herrn Dr. Peter Kaiser. Einen besonderen Gruß entbiete ich dem Präsidenten des Kärntner Landtages, Ingenieur Reinhard Rohr. Einen respektvollen Gruß entbiete ich der Hohen Geistlichkeit. Stellvertretend für den Bischof der Diözese Gurk begrüße ich sehr herzlich den hochwürdigsten Domdekan, apostolischen Protonotar Michael Christoph, Provisor Magister Karol Spinder. Einen Willkommensgruß gilt den Abgeordneten zum Nationalrat, Irene Hochstetter-Lackner und Maximilian Lindner. Ein Willkommensgruß gilt dem Abgeordneten zum Kärntner Landtag, Roland Zelot. Unser respektvoller Gruß gilt dem Militärkommandanten von Kärnten, Brigadier Walter Gittstaller. Des Weiteren begrüße ich die Bürgermeister der Nachbargemeinden, den Bürgermeister Ferndorf, Josef Haller und den Bürgermeister von Weißenstein, Hermann Moser. Aufgrund der großen Anzahl der heute anwesenden Ehrengäste gestatten Sie mir, dass ich die weitere Begrüßung der anwesenden Damen und Herren en bloc vornehme und ersuche Sie am Ende meiner Begrüßung um einen umso kräftigeren Applaus. Stellvertretend für alle Präsidenten, Behördenleiter, Kommandanten, Obmänner, Vorstandsdirektoren, Verbände, Offiziers- und Unteroffiziersabordnungen begrüße ich den Landesamtsdirektor Dr. Dieter Platzer, den Bezirkshauptmann von Spital Dr. Klaus Brandner, den Bezirkspolizeikommandanten von Villach Oberst Ehrenfried Zarfel, den Bezirksfeuerwehrkommandanten Villach Land, Oberbrandrat Liebert Bekohl, den Landesleiter der Bergrettung Gudmar Strivnik und den Landesleiter der Wasserrettung Heinz Kerniak.
Weiters für die Kameradschafts- und Traditionsverbände, stellvertretend für den OKB Kärnten, den Präsidenten Wolf-Dieter Resenig. Mein Gruß und Dank gilt den Freiwilligen Feuerwehren Stockenbeu, der Sängerrunde Zlan, der Singgemeinschaft Stockenbeu, den Schublattlern Schafburm, der Bergrettung Spital Stockenbeu, von den Peacekeepern Kärnten, Herrn Josef Fischer, der K&K-Traditionsgendarmerie. Ganz besonders gilt mein Gruß den Milizoffizieren und Soldaten von Stockenbeu sowie dem österreichischen Kameradschaftsbund mit den angetretenen Fahnenabordnungen, die bei dieser Feier mitwirken. Bewusst zuletzt, nicht minder herzlich, gilt mein Gruß dem Gastgeber, dem Bürgermeister der Gemeinde Stockenbeu mit all seinen Gemeindevorständen und Gemeinderäten, Herrn Hans-Jörg Kerschbaumer. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich sehr herzlich für die Unterstützung bei dieser Veranstaltung. Wir Soldaten und auch die Bevölkerung wissen, dass diese Angelobung und Veranstaltung ohne die Mitwirkung Ihrer Gemeinde nicht in diesem Ausmaß möglich gewesen wäre. Herzlichen Dank. Es folgt nun der geistliche Teil dieser Angelobung und er wird gestaltet durch den katholischen Militärseelsorger, Militärdekan Monsignore, Magister Dr. Emanuel Onin und des evangelischen Militärseelsorgers, Militärkaplan Magister Johannes Bülser. Das Ganze! Halt! Halt! Festversammlung, liebe Familien, liebe Rekrutinnen und Rekruten. Was geschehen ist, das ist geschehen. Vielleicht sprechen wir diesen Satz nicht sehr oft, aber vielleicht denken wir in uns manchmal. Was geschehen ist, das ist geschehen. Eine beendete Beziehung, eine verkorkste Kindheit, ein Streit, der niemals enden wird. Eine Kluft, die niemand zuschütten kann. Menschen, die sich nie wieder vertragen. Was geschehen ist, das ist geschehen. Diesen Satz habe ich vor ein paar Tagen in einem Weihnachtsfilm gehört. Er kam von einem verbitterten Mann. Verbittert, weil seine geliebte Tochter im Streit das Haus verließ und seit daher die Verbindung völlig abgerissen ist. Verbitterung, Härte, Ungerechtigkeit kennzeichneten von da an sein Leben. Sein Bruder war ganz anders. In einem Gespräch mit ihm sagte der verbitterte Mann: Du nennst mich hart und gefühllos. Was geschehen ist, das ist geschehen. Der Bruder antwortete: Man kann alles ungeschehen machen, wenn man nur will. Am Ende des Filmes wandelte sich der verbitterte Mann in einen guten Menschen. Er und seine Tochter hatten wieder zueinander gefunden und am Ende heißt es,
Erst die Vergebung gab ihm zurück, was er so dringend gebraucht hatte, inneren Frieden. Liebe Rekrutinnen, liebe Rekruten, ihr steht am Beginn eures Erwachsenenalters, am Beginn eurer Ausbildung beim österreichischen Bundesheer, am Beginn sehr vieler Wege und Weggabelungen, die vor euch liegen. Im Blick auf das Weihnachtsfest, das vor uns liegt, möchte ich euch diese Geschichte ans Herz legen. Brecht auf zu neuen Zielen, lasst Vergangenes vergangen sein, sucht Frieden und Gerechtigkeit. Seid füreinander da, als Kameradinnen und Kameraden und überall dort, wo euch euer Weg hinführen möge. Und lebt in der Vergebung. Nehmt für euer Leben mit, was geschehen ist, das ist geschehen. Aber man kann alles ungeschehen machen, wenn man nur will. Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Jetzt, gerade zu Weihnachten, dürfen wir das am deutlichsten spüren und annehmen. Amen. Geschätzte Festversammlung, liebe junge Kameraden, wir hatten genug Möglichkeiten vor Weihnachten im lebenskundlichen Unterricht und auch in der Möglichkeit des Adventgottesdienstes ausführlicher nachzudenken. Was bleibt, ist gestern 100. Geburtstag von Heinrich Böll, wird kaum jemandem von euch noch was sagen, uns der Bildungsschicht vor 50 Jahren vertraut. Aber wer vielleicht euch auch noch bekannt ist und gestern ein großer Film, ist Erich Kästner. Emil und die Detektive, Anton und Bünkten, das doppelte Lottchen. Normale Kindheitsliteratur. Und dieser Erich Kästner hat geschrieben, wer erwachsen geworden ist und in seinem Inneren doch ein Kind bleibt, das ist ein wahrer Mensch. Und diese Aussage, die trifft sich mit dem, was unsere Erfahrung ist. Du bist von 1920 vielleicht 22 Jahre alt. Aber etwas in dir muss bleiben, nämlich das Kind in dir. Das sich ausstreckt, in deinem Kind kann man sich schwer wirklich widersetzen. Ich wünsche dir auch was fürs Bundesheer. Sei gehorsam, treu, pflichtbewusst. Aber lass dich von niemandem von uns verbiegen und schon gar nicht in deiner Seele zerstören. Das ist nicht die Aufgabe des Bundesheers. Sondern dich zu führen, zu leiten und letztendlich aus dem, wer erwachsen geworden ist und in seinem Inneren ein Kind geblieben ist, das ist ein wahrer Mensch. Dann bist du angekommen bei Weihnachten, wo es so groß und schön heißt, ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist uns geschenkt. Und er heißt wunderbarer Ratgeber und Friedensfürst. Um diesen Frieden, als Soldat des Friedens, wollen wir mit dir und mit allen hier beten, wenn uns Major Hochschwarzer nun ins Vater Unser und ins Sabbat 8 stellt. Das Ganze! Hab euch! Es folgt nun die Ansprache des Bürgermeisters der Gemeinde Stockenbräu, Herrn Bürgermeister Hans-Jörg Kirschbaumer. Sehr geschätzter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Militärkommandant, hohe Geistlichkeit, sehr geehrte Ehrengäste, werte Offiziere und Unteroffiziere, werte Soldatinnen und Soldaten, liebe Rettungsorganisationen, Vereine, Mitwirkende, liebe Rekruten, liebe Stockenbräuer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie heute als Hausherr recht herzlich begrüßen an einem schönen Tag, eine Winterlandschaft. Man könnte sagen, heute haben wir ein richtiges Kaiserwetter.
Am Anfang möchte ich unsere Gemeinde vorstellen. Die Gemeinde Stockenburg erstreckt sich als drittgrößte Gemeinde im Bezirk Villachland, vom Rautal bis zum Weißensee, über eine Fläche von über 100 Quadratkilometer. Ungefähr 1600 Menschen leben hier in 21 Ortschaften. Als Hauptwirtschaftszweige können die Land- und Forstwirtschaft sowie der Tourismus genannt werden. Seit 2006 sind wir eine Naturparkgemeinde. Unsere Hauptattraktionen sind der Weißensee als höchstgelegener Badesee in 930 Meter Seehöhe mit sprichwörtlicher Trinkwasserqualität und das Sportberg Oleg, das bis zum größten Teil in unserem Gemeindegebiet liegen. Wir zählen rund 45.000 Nächtigungen pro Jahr. Hier im Hauptwirt Zlan finden wir das Bildungszentrum mit Volksschule, Kindergarten, Nachmittagsbetreuung, einen sehr initiativen Nahversorger, die evangelische Kirche, das Gemeindeamt, die Feuerwehr, unser Mehrzweckhaus, Wohnanlagen, Sportplatz sowie einen Postpartner. Die Kolleg-Panorama-Straße nimmt hier ebenfalls ihren Ausgang. Stockenburg ist auch eine Toleranzgemeinde. Ihre Bevölkerung ist etwa zu 70% evangelisch. Der wohl berühmteste Sohn unserer Gemeinde ist Heinz Kutin, der ebenfalls hier im Ort wohnt. Er war 5-mal Junioren-Weltmeister, Gewinner von WM- und Olympiamedaillen und auch im Jahr 1991 Doppelweltmeister im Skispringen. Derzeit ist er Cheftrainer unseres Skisprung-Nationalteams. Fast 30 Vereine aus Kultur, Sport und sonstigen Bereichen sorgen mit ihren fleißigen, ehrenamtlichen Funktionären und Mitgliedern für das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde. Einige wirken heute mit. In Vorbereitung auf die heutige Angelobung bin ich auf einen Brief aus dem Jahre 1999 gestoßen. Mein erstes offizielles Ansuchen als Bürgermeister der Gemeinde um Abhaltung einer Angelobung. Gut Dinge braucht eben manchmal Weile und Geduld. Ich freue mich persönlich und das Gemeindeoberhaupt, dass wir uns heute in dieser vorweihnachtlichen Stimmung hier auf dem Sportplatz versammelt haben. Wenn Sie, meine Herren Rot-Roten, Ihr Gelöbnis als Soldaten auf der Republik Österreich ablegen werden, Sie tun das in der Gewissheit, in ein Heer zu dienen, welches sich Werten wie Verantwortung, Schutz der Demokratie, Achtung der Menschenrechte sowie Frieden und Solidarität verschrieben hat. Mit dem Bundesheer verfügt unsere Heimat über ein bewährtes Instrument, um unsere staatliche Souveränität und unsere Werte zu schützen und notfalls zu verteidigen. In unzähligen Einsätzen hat das Bundesheer seit mehr als einem halben Jahrhundert dies mit hoher Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Ob im Schutz unserer Grenzen oder im Zuge von Hilfsmaßnahmen wie nach Naturkatastrophen, wie Lawinen, Hochwasser, auch in Stockenburg in den Jahren 1983, 1997 und 2003 oder Sturmschäden. Unsere Bevölkerung kann sich auf unser Bundesheer verlassen. Es bietet dort Schutz und Hilfe, wo andere nicht mehr helfen können. Der hohen Professionalität unserer österreichischen Soldaten und Offiziere, sowohl bei den Einsätzen im In- und Ausland, ist es zu verdanken, dass es in den letzten Jahren der gute Ruf des österreichischen Bundesheeres bei seinen verschiedensten Einsätzen gefestigt werden konnte. Und wenn wir heute alle gemeinsam auf diese Leistung unseres Bundesheeres stolz sind, dann sind wir stolz auf die Leistung eines Heeres, das auf der verfassungsmäßigen verankerten Wehrpflicht aufbaut. Ein klares politisches und öffentliches Bekenntnis zu gezielten Reformen und entsprechenden finanziellen Rahmenbedingungen ist ein gebotener Stunde für den Ausbau und Fortbestand dieser wichtigen Institution. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, ein ruhiges und friedliches Weihnachtsfest. Dankeschön.
erfolgt die Ansprache des Militärkommandanten von Kärnten, Herrn Brigadier Walter Gitzsteuer. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Herr Landtagspräsident, hohe Geistlichkeit, geschätzte Fest- und Ehrengäste, Abordnungen der Einsatzblaulichtorganisationen und vor allem anzugelobende Rekruten, die Sie hier heute im Mittelpunkt stehen. Geschätzte Damen und Herren, 2 Tage vor dem Heiligen Abend habe ich mir gedacht, ich werde hier und heute Abstand nehmen von einer militärischen Ansprache und habe mir eine Geschichte herausgesucht aus dem Internet, die ich Ihnen vorlesen werde. Auch, glaube ich, ganz im Sinne eines sehr, sehr bekannten, neben Kutin und natürlich auch unserem Landtagspräsidenten, Gemeindebürgers, nämlich Herrn Kerschbaumer Friedberg. Sehr bekannt nicht nur für seinen Esel, sondern vor allem auch für seine Panflöte und natürlich um die Weihnachtszeit besinnliche, nachdenkliche Musik war und ist. Die Geschichte lautet Arme Leute, ist von einem amerikanischen Journalisten und Coaching-Trainer und lautet wie folgt. Arme Leute. Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm zu zeigen, wie arme Leute leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf einer Farm einer sehr armen Familie. Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn, wie war dieser Ausflug? Sehr interessant, antwortete der Sohn. Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können? Oh ja, Vater, das habe ich gesehen. Was hast du also gelernt? Fragte ihn sein Vater. Und der Sohn antwortete, ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben. Und die Leute auf der Farm haben 4. Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres Gartens reicht. Und sie haben einen See, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige Lampen in unserem Garten und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont. Der Vater war sprachlos und der Sohn fügte noch hinzu, danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Geschätzte Damen und Herren, diese Geschichte lässt einige Fragen in die heutige Zeit interpretiert offen. Ist es notwendig oder warum verlangen wir nach immer mehr und mehr? Warum wird es immer schwieriger, uns zufrieden zu stellen, beziehungsweise haben wir nicht schön langsam den Blick fürs Wesentliche verloren? Geschätzte Damen und Herren, bei allem Jammern, Motschkern, wie wir Kärntner zu sagen pflegen, ist eines unbestritten. Kärnten, Österreich ist nach wie vor eines der lebenswertesten Länder dieser Erde. Eine Studie hat vor kurzem unter 220 verschiedenen Ländern gezeigt, dass Österreich an 4. Stelle liegt. Einer der Gründe ist unsere Sicherheit. Und wir, das österreichische Bundesheer, tragen einen wesentlichen Beitrag zu diesem Lebensstandard, zu dieser Sicherheit. Womit ich bei Ihnen bin, geschätzte Rekruten, möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken dafür, dass Sie sich für den Grundwehrdienst entschieden haben und wesentlich verantwortungsvoll zu unserem Lebensstandard beitragen werden. Es bleibt mir abschließend nur noch Ihnen erstens einen unfallfreien, ereignisreichen, lehrreichen Grundwehrdienst zu wünschen und uns allen ein paar besinnliche, nachdenkende Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem viel
Gesundheit für 2018. Dankeschön. Ansprache des Landeshauptmanns von Kärnten, Herrn Landeshauptmann Dr. Peter Käser. Hohe Geistlichkeit, Herr Präsident des Kärntner Landtages, geschätzte Abgeordnete zum Nationalrat zum Kärntner Landtag, geschätzte Vertreter des österreichischen Bundesheeres, werte Repräsentanten und Repräsentantinnen der Kameradschaftsverbände, der Einsatzorganisationen, der Blaulichtorganisationen, liebe Bevölkerung von Stockenbeu und Umgebung, geschätzte Angehörige, geschätzte Rekrutinnen, geschätzte Rekruten. Ich habe keine Geschichte mitgebracht. Ich habe aber den Wunsch eines Rekruten vor Beginn der Angelobungsfeier nicht gehört, der gemeint hat auf meine Frage, welche Rede er sich von den Rednern wünscht und gemeint hat, militärisch knapp und präzise, kurz und wärmend. Die Kürze kann ich versprechen, das Wärmende werde ich versuchen, in meinen Worten zum Ausdruck zu bringen. Geschätzte Damen und Herren, das österreichische Bundesheer hat in den letzten Jahren und Monaten eine sehr positive Entwicklung genommen, nicht nur was die Tätigkeit betrifft, die war immer großartig, aber was die öffentliche Anerkennung, die sich oftmals auch in finanziellen politischen Zuwendungen ausdrückt, betroffen hat. Ich wünsche daher, auch namens der Kärntner Bevölkerung, dass diese positive Entwicklung auch bei einer neuen Bundesregierung Fortsetzung findet. Die Angehörigen des österreichischen Bundesheeres, ihre herausfordernde Aufgabe erfordert und rechtfertigt dies. Ich möchte aber auch als Landeshauptmann von Kärnten jenen Teil des österreichischen Bundesheeres, eingeschlossen aber auch alle anderen Rettungsorganisationen, insbesondere die Feuerwehren, hier und heute den Dank der Kärntner Bevölkerung zum Ausdruck bringen für das, was sie gerade in den letzten Tagen wieder in unserem Land Kärnten unter Beweis gestellt haben. Sie haben dem Sturmtief Yvonne folgend vielen Menschen in einer äußerst prekären Situation dahingehend geholfen, dass die Infrastruktur, Strom, Heizung, Straßenverbindungen und Telekommunikation in Rekordzeit wiederhergestellt werden konnten. Sie haben damit Wärme dazu beigetragen, dass für viele Menschen trotz erlittener Schäden erfreulicherweise nicht an Leib und Leben. Warme, wärmende Weihnachten, aber auch die Gewissheit, dass es Menschen gibt, die bereit sind, ihre eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um anderen zu helfen, unter Beweis gestellt. Dafür namens der Bevölkerung und aller Anwesenden ein herzliches Dankeschön. Wir sind stolz auf euch. Geschätzte Rekrutinnen und geschätzte Rekruten, ich wende mich an euch. Sie repräsentieren die Republik Österreich während der nächsten Monate. Sie geloben, dieser Republik zu dienen. Sie vertreten damit auch das Ansehen des österreichischen Bundesheeres und der Republik. Ich ersuche Sie, seien Sie sich dieser Herausforderung und Anforderung, dieser hohen Erwartungshaltung auch bewusst. Ich wünsche Ihnen Soldatenglück, ich wünsche Ihnen eine ereignisreiche, im Sinne von neu zu erlernende Zeit und ich wünsche Ihnen,
dass Sie dann rückblickend sagen können, ich habe meinem Land gedient, ich habe mein Bestes getan und dieses Land dankt es Ihnen. In diesem Sinne, geschätzte Rekruten, geschätzte Bevölkerung, liebe Anwesende, auch von meiner Seite her, fröhliche Weihnachten, ein gutes neues Jahr und allmitsamt drei wichtige Begleiterscheinungen für die nächste Zeit. Gesundheit, Zufriedenheit und den notwendigen Optimismus und den Herausforderungen der heutigen Zeit zu entsprechen. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Als Höhepunkt der heutigen Feierstunde erfolgt nun der Akt der Angelobung. Hierbei wird der Insignientrupp des Führungsunterstützungsbataillon 1 in die Mitte des Festplatzes treten. Stellvertretend werden Rekruten nach vorne treten. Und das Treuegelöbnis wird von Major Magister Magister Markus Witschnick vorgetragen. Das Ganze. Hab Acht! Insignientrupp vortreten. Treuegelöbnis ist laut und deutlich nachzusprechen. Ich gelobe! Ich gelobe! Mein Vaterland! Mein Vaterland! Die Republik Österreich! Die Republik Österreich! Und sein Volk zu schützen! Und sein Volk zu schützen! Und mit der Waffe zu verteidigen! Und mit der Waffe zu verteidigen! Ich gelobe! Ich gelobe! Den Gesetzen! Den Gesetzen! Und den gesetzmäßigen Behörden und den gesetzmäßigen Behörden Treue und Gehorsam zu leisten. Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich und genau zu befolgen. Pünktlich und genau zu befolgen. Und mit all meinen Kräften und mit all meinen Kräften der Republik Österreich der Republik Österreich und dem österreichischen Volke und dem österreichischen Volke zu Ihnen! Zu Ihnen! Thank you.
Kompanie. Gewehr ab! Rekrutenabordnungen eintreten. Mit dem Erbitten weiterer Befehle wird dieser Festakt beendet. Es wird die Dienstflagge der Republik Österreich niedergeholt und im Anschluss werden die nun angelobten Rekruten, die Ehrenformation und teilnehmenden zivilen Verbände und Blaulichtorganisationen ausmarschieren. Das Ganze. Ab! Ehrenkompanie. Präsentiert! Zur Meldung. Das Ganze rechts. Stopp! Herr Landeshauptmann, Major Hochschwarzer meldet die Beendigung des Festaktes und bittet um weitere Befehle. Danke, Herr Major. Die Flagge einholen und abrücken lassen. Das Ganze. Ab! Ehrenkompanie. Gewehr! Ab! Das Ganze. Gut! Gefolgt von der Staat des Militärkommandos Kärnten, die zwischenzeitlich in allen Kasernen in Kärnten nicht versehen werden. Ein Dank für den Kommandantschaftsverbänden und seine Fahnenabordnungen der Traditionskavallerie. Wir verabschieden die Militärmusik Kärnten unter der Leitung von Oberstleutnant Dietmar Brander. Ja.
Hauptkompanie, Infanterie 1, unter der Führung von Hauptmann Lukas Schmetzle. Organisationen, das Militärkommando Kärnten und das Führungsunterstützung Bataillon 1 kündigen eine Flottenrolle. Wünschen Ihnen eine schöne Heimreise. Ja, alles klar. Hilft mir noch. Ja, ja. Keine Handschuhe gucken. Das geht ja hin. Man kann ja auch so nicht weg oder Milli ist ja da. Ich bin schon gestanden. Ich stand Frankfurt. Aha, okay, das ist ein bisschen. Die Family wartet schon. Ja, das ist vor Weihnachten der letzte unüblich, Tag. Ja. Ja, Freitag, Nachmittag ist es. Bürgermeister, bist du da hin? Alles Gute. Ja. Danke, ich habe noch ein bisschen weiter lesen. Ach, du hilfst es. Ja, ja, ja. Du kannst den Dienst unten auch sehen. Das passt mir nicht. Ich stehe unten bei der Schule. Das passt mir nicht. Du könntest den Dienst unten auch versehen. Ja, freilich.